Weltstar, der aus der Jugend des BCA kam, war Helmut Haller. Mit 18 Jahren gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft. Wir hatten nie einen größeren Spieler. Und dann schauen Sie sich Helmut Haller an, mit der Nummer 10. Er ist am Ball. Er bleibt am Ball. Gegen 4-5 Münchner. Das ist wirklich ein Fußballtechniker vom hohen Grad. Helmut Haller war der Beste, den ich am Ball gesehen habe. Wunderbare Vorlagen. Wenn es einen Freistoß gegeben hat, ist die ganze Tribüne aufgestanden, weil sie schon gewusst haben, es haut dann rein. Wenn man mal ein bisschen problematische Situationen hatte und nicht so recht wusste, was machst du, dann hast du dem Helmut den Ball hingespielt und der hat schon dann das Richtige vollzogen. Die Italiener, die rechnen mit mir den ersten Platz in Italien. 1962 hat er sich dann aufgemacht, die Fußballwelt zu erobern und ist zu Bologna nach Italien gewechselt. Helmut Haller wurde dort dreimal Meister, 1964 sogar Italiens Fußballer des Jahres. 1973 wurde alles anders. Helmut Haller wechselte zum neuen Regionalligisten FC Augsburg. Er kam aus Italien zurück und löste damit eine unglaubliche Euphorie aus. Und mit Hammert, so sein Spitzname, erlebte der FCA eine Saison der Superlative. Da lautet der Helmut dahin. Als ich gehört habe, dass der Helmut kommt, habe ich große Freude empfunden. Er war ja zu dieser Zeit immer noch in meinen Augen ein absoluter Weltstar, der insbesondere durch seine große Technik herausragte. 2, 3, 4 Gegner kriegst du heraus und spielt damit seine Kameraden frei. Ich bin mal ins Rosenau-Stadion zum Training. Dann kam plötzlich so ein grüner Porsche mit schwarzem Dach. Und plötzlich steigt ein Mann aus. Da haben wir gedacht, so sieht also ein Star aus. Hoffentlich klatscht er nach dem Spiel auch noch. Ja, hey, da muss er lachen. Ne? Hallo, Helle. Ah, du kriegst schon meine Kamera nicht. Bin ich da. Und nochmal. Liebe Freunde, es ist das Warmlaufen für das Spiel FSA Frankfurt gegen FC Augsburg. Heute ist es unvorstellbar, dass wir uns auf einer Wiese mit Bäumen warm gemacht haben. Das war früher so üblich. Da durfte man nicht auf dem Hauptfeld sich warm machen. Die Zuschauer sind vorbeigegangen, die ins Stadion gekommen sind, haben da schon gewunken. Wir kommen jetzt rein, haben wir gesagt, ja okay, schickt euch, wir fangen gleich an. Und hier kommt der FCA von weg hier. Der Föhringer, jetzt ist der Helmut. Helmut Haller war immer zu Scherzen aufgelegt. Wenn wir im Trainingslager waren und sind abends in der Stadt spazieren gegangen, dann musstest du immer aufpassen, dass der Helmut nicht hinter dir läuft und dir die Hose runterzieht. Und lauter so Sachen hat er gemacht. Es hat es auch mal gegeben, darf ich eigentlich gar nicht sagen, ich sag's trotzdem, dass er eine Zigarette in der Halbzeit geraucht hat. 1973, ein unglaubliches Spiel in München. 100.000 Zuschauer vermutet man, man wusste es nicht mehr genau hinterher. Zäune sind niedergerissen worden, die Leute sind über die Zäune gestiegen, weil sie keine Karten mehr gekriegt haben. Da waren, glaube ich, 40 Kilometer Stau nach München über. Mir war schon klar und habe es auch den anderen gesagt, ohne uns wird das Spiel wohl nicht beginnen. Die dritte Minute. Werner Luxi bringt 60 in Führung. Und draußen bricht das Chaos aus. Das Stadion hat gebebt. Die draußen waren, haben nicht gewusst, hat der FCA ein Tor geschossen oder hat 1860 ein Tor geschossen. Helmut Haller bereitet den Ausgleich vor. Eine seiner zahlreichen großartigen Vorlagen erreichte Weixler. Schlechte Faustabwehr von Daud Begovic und Föhringers Kopfball landet zugegebenermaßen ein wenig glücklich im Tor der Münchner Löwen. Wir haben Gott sei Dank durch Klaus Föhringer den Ausgleich gemacht zum 1:1 und sind dann sehr ruhig und zufrieden mit 20.000 Augsburgern auf der Autobahn nach Hause gefahren, haben Biertragel aus dem Bus hinausgereicht, den neben uns fahrenden Autofahrern, und das war wunderschön alles. Leider hat am Ende dann nur ein Pünktchen zum Aufstieg gefehlt. Irgendwann verschwand dann der FCA für lange Zeit in den Niederungen des Amateurfußballs.